Ganz besonders, ja, wie will ich sagen, in den heiligen Hallen des Engelsmagazins zu sein. Ich begrüße recht herzlich heute für das Gespräch den Tonio Montell, Chefredakteur vom Engelsmagazin im Mondhaus Medienverlag. Und ja, wir hatten ein Vorgespräch und ich bin schon total neugierig auf das Thema, das der Tonio ansprechen will, was die Branche betrifft, und freue mich auf das Gespräch. Danke, Tonio, dass du mich hier zu dem Gespräch empfangen hast. Ich bedanke mich. Ich hoffe, dass ich den Erwartungen entspreche. Ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich gestern ein sehr abschlussreiches Gespräch hatte. Ich wohne auf dem Land und da haben die Leute noch eine Eigenheit, sie reden noch miteinander. Und da waren ein paar Frauen zusammen, unter anderem meine Frau. Und die redeten über das Schicksal einer Nachbarin. Ihr Sohn ist 18, war 18, ging mit meiner Tochter Polly, die ist 17, gemeinsam in den Kindergarten. Jetzt ist der Junge tot. Er saß in einem Auto und am Steuer saß ein anderer Junge und sie verursachten einen Unfall, ist gerade passiert. Und der junge Mann ist leider dabei gestorben. Die Frau, die Mutter, hat einen anderen Sohn, der eigentlich schon erwachsen ist, also so an die 30, 35 schätze ich mal. Und der Kleine, der jetzt gestorben ist, der war ein richtiger Nachzügler in der Familie, auf den man sich gefreut hat und der sein Wunschkind war. Nun hat meine Frau gesagt, eine Frage gestellt, die Frauen stellen, die vielleicht einem Mann jetzt nicht unbedingt gleich in den Kopf kommen. Ja, warum ist der nachgekommen? Was hat das für alles für einen Sinn? Er kommt nach und mit 18 stirbt er. Wo soll das hin sein? Also wenn du mich fragst, ich erkenne keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Und ich werde wohl dieses Geheimnis, wenn es sowas gibt, auf dieser Welt nie ergründen. Aber ich glaube, dass es auch keinen Sinn dahinter gibt. Nur wir auf dem spirituellen Weg sind es jetzt gewöhnt zu sagen, das hat seinen Sinn, das ist eine Fügung, das wird einen tieferen Grund dahinter haben. Und das finde ich eben eine sehr gefährliche Tendenz.